grüße mal wieder. Ja, wir werden alle verplastiniert. Angeblich. Ganz schön heftiger Tobak, wa? Aber na gut. Das heißt recherchieren, beobachten und hoffentlich ist alles noch halb so schlimm, wie es hier scheint. Es geht um die E-Nummern E1201 PVP und E1202 PVP. Ah, Plastic Food for Plastic People. PVP Einlagerungskrankheit. Und der neue Name, ja, wie spricht man das aus? Morgellons? Morgellons? Na, Hochländisches. Morgellons. Okay, fangen wir an. Liebe Freigeister, 2007 habe ich mal intensiv recherchiert. Ich bin auf diesen äußerst brisanten, komplexen Inhalt gestoßen, hatte 12 Monate keinen Monitor, meinen monitorlosen, jedoch ständig am netzsaugenden Computer nur zum Musik-CDen hören verwendet, Maus und Tastatur nicht bedient und siehe da, als ich dann einen neuen Monitor hatte, war unglaublicherweise der recherchevolle Ordner PVP nicht mehr vorhanden. Ja, ich kenne das bei mir, das kann auch innerhalb mal von einem Tag passieren, ne? Transparenz, juhu. Na gut, aber Wahrheit setzt sich halt immer durch, ne? Und meine nun wieder nochmals nacherstellte damalige Recherche erstmals jetzt wieder im Internet, ne? Also nicht meine hier, wer hat das jetzt eigentlich gemacht? Müsste anonym. Ja, kein Name dabei. Kein Name dabei. Anonym. Anonymus. Naja gut, okay, hier geht es jedenfalls um Fakten, gell? Also, da wollen wir mal loslegen. Achtung! Es gibt weder in irgendeiner bisherigen E-Nummernliste noch in Wiki diese hier dargestellte Brisanz. EU-weit, also auch weltweit, deklarationsfreigestelltes Plastik in der Nahrung. Ne? PVP heißt Polyvinylpyrolidon. Polyvinylpyrolidon. So rum. Ist das E1201. Es hat halt auch vielfältige, fantasievolle Handelsnamen, wie zum Beispiel Povidon oder Colidon oder Peridon oder Copovidon. Und PVPP, ne, das ist das andere. Das heißt Polyvinylpolypyrolidon und hat die E-Nummer E1202. Die denken sich Namen aus. Schön verwirrend. Na gut. Welches nämlich durch mittlerweile erfolgtem produktions- und verfahrenstechnologischem Fortschritt bzw. unter Acetitätserhöhung, Vernetzungs- und zu längerkettigen Molekülen verkettungsfähig reagieren kann. Ja, was heißt das jetzt, ne? Das ist auch schön kompliziert ausgedrückt. Ja. Aber hier steht noch, ab einer bestimmten Molekülgröße über 20.000 Dalton kann es nicht mehr aus dem Körper ausgeschieden werden. Also wenn es eine bestimmte Größe erreicht hat, kann es nicht mehr aus dem Körper raus. Oder wie? Na, das kapiere ich noch nicht so richtig. Na, mal weiterlesen. Der einstmals ironisch provokativ gemeinte Spruch aus den 1980ern, Plastic Food for Plastic People, gewinnt hiermit an erschreckend brisanter Wahrheit. Polyvinylpyrolidon ist ein Polymergemisch aus synthetischem Kunststoff, welches 1940 im Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, in der deutschen Armee verbreitet als Plasmaersatz zum Einsatz kam und in der Literatur als Periston oder Colidon bezeichnet wurde. Ja, also der Herr Hecht hat das 1943 irgendwann geschrieben. Polyvinylpyrolidon kann im Körper nicht abgebaut werden, da entsprechende Enzyme nicht vorhanden sind. Infolgedessen ist die interzelluläre Speicherung irreversibel. Daher wirkt es sich bei diesem Blutplasma-Volumenersatzmittel,
die in den tierexperimentellen Studien festgestellte permanente Speicherung in der Niere, die sogenannte Chelidonniere, und in den Zellen des Reticulo-endothelialen Systems, also RES heißt es abgekürzt, verschiedenster Organe nachteilig aus. Das hat der Herr Hähnlein 1958 schon geschrieben. So, aber diesen Erkenntnissen folgend verlor PVP bei Entwicklung von Alternativen bereits in den 1950er Jahren zunehmend an Bedeutung in der klinischen Praxis. Ja, dazu hat ein gewisser Alexander Lesch, interessiert euch auch für tolle, interessante Themen, ne? Aus Köln jedenfalls. Bei der Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Medizin, der Medizin des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main 2003 folgendes dazu vorgelegt. Ne? Also, Polyvinylpyrrolidon, PVP-Einlagerungskrankheit, Name Morlox. Genau, okay. Ich spreche aus eigener Erfahrung, dass hier eine Beziehung besteht. Die wohl engagierteste und beste Medizinerin auf diesem Gebiet, Dr. Hildegard Starninger, hat sich nach ihren eigenen bahnbrechenden Recherchen mit nur schwer anmietbaren Analysegerät, also mit einem nur schwer anmietbaren Analysegerät, ne, seit 2008 weitgehend aus dem offiziellen Forschungsgeschehen und oftmaligen Radiosendungsauftritten rents.com oder beispielsweise morgelongs.com komplett zurückgezogen. Warum? Ja, auf dem folgenden Link, der jetzt da unten verlinkt ist, ne, ist eine sehr kompakte Sammlung von weltweit seit Jahrzehnten konstatierter medizinischer Fälle aufgelistet, bei denen diese PVP-Substanz in medizinisch äußerst problematischer Weise im menschlichen Körper interagiert. Ja, die Interaktion im Körper. Was macht's? Also erst einmal Knochenzerstörung, ist klar. Hautbildungsfehler können auftreten, Arthritis, Polyneuropathie, also zumindest bei Patienten in Taiwan, ne? Und das stand im amerikanischen hämatologischen Journal 1998 im Januar. Ja, ein zweiter Fall ist bekannt von 5 Patienten mit einem Hautbildungszerstörung. Das stand im amerikanischen chirurgisch-pathologischen Journal von 1997, also November. Dann hatten 58-Jährige nach einer Magenresektion, haben sie festgestellt, dass das Gewebe komplett eingelagert mit PVP gewesen ist. Das stand in Pathologie Journal 1988 schon im Januar. So, dann haben wir noch elektronenmikroskopisch ersichtliche PVP-Einlagerungen in Gewebeproben von Haut, Muskel, Knochen und Lebergewebe bei Patienten. Das wurde sogar schon 1976 in Skandinavien im Journal Acta Pathologie Mikrobiologie veröffentlicht. Dann hat man nochmal Hauteinlagerungen, also nie zuvor gesehene Mimicking Cheilitis Granulomatosis. Ihr habt euch Namen ausgedacht. Journal für Hautpathologie 2006. Dann haben wir noch 14 Patienten mit PVP-Einlagerungen, was im amerikanischen Journal für chirurgische Pathologie im Juni 1984 rausgekommen ist. Und dann haben wir, sogar in Israel ist auch jemand gewesen, eine 24-jährige Frau mit basophilen und histochemischen PVP-Einlagerungen im Bauchgewebe. Das ist im israelischen Journal der medizinischen Wissenschaften 1975 im Oktober veröffentlicht. Ja, und dann immer eine schöne Schlussfolgerung, meist ganz am Ende dieser Berichte. No effective treatment. Keine Behandlungsmöglichkeit. Ja, was haben wir noch? Hier haben wir irgendwie noch eine Arbeit aus Koblenz. Polyvinylpyrrolidon-Krankheit, eine Übersicht mit neuer Kasuistik und klinischer Nachuntersuchung von einem gewissen Diplom, Doktor der Medizin und Diplom
der Chemie, wie heißt das? Ein Diplom Chemie, Wolfgang Jung, Facharzt für Allgemeinmedizin. Ja, und noch ein Haufen andere Links, wo man sich mal informieren kann. So, aber trotz dieser vielfachen Erkenntnisse aus der medizinischen Praxis ist seit den 1960er Jahren ein irrationaler, immenser Zuwachs in variantenreichster Art der Verwendung von PVP und PVPP zu verzeichnen. Dagegen anzutreten gleicht wohl einer Hydra den Kopf abschlagen zu wollen. Komm her, Hydra. Ich knuddel und wuddel dich. Mal gucken. Einer internationalen operierenden organisierten Nahrungsmittelmafia entgegenzutreten. Ob wir wirklich das unterschiedliche Ziel haben? Na, gucken wir mal. Der menschliche Körper nimmt die Substanz nämlich auf dreierlei Arten auf. Ne? Also oral über die Nahrung, über Medikamente. Dann dermal über Cremes und über Lotionen. Und über unsere Adinhalationen, über die Atmung. Da hätten wir dann Haarsprays. Oder vielleicht irgendwelche Zusatzstoffe in irgendwelchen Flugzeugtreibstoffen. Ja, wer weiß. Gut, und als Hilfsstoff in der pharmazeutischen Industrie. Es dient in Medikamenten, speziell Tabletten und Trachees, in der Regel als Bindemittel und kann die Freisetzung des Wirkstoffs in den Körper steuernd beeinflussen. Die quervernetzten Produkte steuern den zeitlichen Zerfall der Tablette als Aufsprengmittel und als retardisierendes Moment, also eine verzögerte Wirkstofffreisetzung. So eine Art Depotwirkung hat es dann, ne? Wird irgendwo eingelagert und irgendwann dann. Depots. Jedoch einzig noch bei Medikamenten herrscht die für den Konsumenten ja eigentlich selbstverständliche Deklarationspflicht. Diejenigen, die vor Schmerzen geplagt, welche die PVP-Einlagerung im Gelenke begleiten, zu Medikamenten wie zum Beispiel Taxofit, Voltaren und vielem anderen mehr als Linderung greifen, haben jedoch allermeist nicht die allerleiseste Ahnung, dass gerade hier mit einem Füllhorn an PVP gearbeitet wird, das ja gerade die zu beseitigten Probleme ursächlich bedingt. Ihr Arzt hat Ihnen Voltaren 50 Milligramm Filmtabletten verordnet, um Ihre Schmerzen zu lindern und Ihre Entzündungen zu hemmen. Er hat Voltaren 50 Milligramm Filmtabletten als das für Sie und Ihre Krankheit geeignetste Arzneimittel auserwählt. Sicherlich hat er Ihnen auch Empfehlungen dazu gegeben. Darüber hinaus erfahren Sie mit diesen Gebrauchsinformationen Wichtiges über Ihr Medikament. Gucken wir es uns mal an. Gebrauchsinformationen. 50 Milligramm Filmtablette Voltaren. Was ist in 50 Milligramm Voltaren Filmtabletten enthalten? Eine Filmtablette enthält Diclofenac Natrium 50 Milligramm und jetzt kommen die Hilfsstoffe. Kolloidale Kieselsäure, klingt ja noch normal. Mikrokristalline Zellulose, klingt auch noch ziemlich natürlich. Laktose, na klar. Magnesiumstearat, kenne ich nicht. Maisstärke klingt auch gut. Oh, jetzt wird es rot gedruckt und zwar Polyvinylpyrrolidon. Ist mit drin. Ja, dann halt noch Natriumcarboxylmethylstärke, Hydroxylpropylmethylcellulose und das ganze andere Zeugs, was dann weniger ausschlaggebend ist. Hierbei komplett verschwiegen wird jedoch sämtliches bereits vorhandenes medizinisches Wissen über die zelluläre Gewebeinteraktion von PVP. Ich schreibe zwar rein, dass es drin ist, aber diese ganzen medizinischen Erkenntnisse, was wir jetzt darüber schon haben, das steht da irgendwie noch nicht drin. Einige pharmakologische Wirkstoffformulierungsbeispiele in Medikationen, ja, jetzt haben wir ein paar Beispiele, hat er... Der Herr, der das herausgefunden hat, irgendwo auf der Webseite von Böhringer Ingelheim Pharma KG gefunden. Ne? Oh, da haben wir zum Beispiel in irgendeiner Tablette, wo wir als Wirkstoff Milchzucker irgendwie mit drin haben, 100 Milligramm und 140 Milligramm Maisstärke, haben sie 240 Milligramm Polyvinylpyrrolidon mit reingemischt. Ne? Sozusagen als Bindemittel, klappt ja wunderbar. Ja, dann noch ein paar andere Beispiele. Ich sehe mal zu, dass ich das PDF hier irgendwie online kriege.
Mal schauen, ob ich es irgendwo mit verlinken kann, ohne dass es gleich wieder gelöscht wird. Ja, machen wir weiter. In den meisten rezeptiv verabreichten oralen Kontrazeptiva, na, zum Beispiel in der Pille, die weltweit von Millionen Frauen oftmals Jahrzehnte hindurch konsumiert werden, herrscht das einlagerungsfähige PVP oder PVPP ebenfalls vor. Armen Damen. So, beispielsweise bei Schering Triregol sowohl als innerstes Aufsprengmittel als auch als Trachee-Überzugsfilm. Ne? Das ist nämlich auch so ein tolles Zeugs, was dieses PVPP auch noch mitmachen kann. Ne? So, dann haben wir noch ein paar pharmazeutische Angaben. Die Liste der sonstigen Bestandteile. Haben wir. Ja, Providon wird es wie gesagt manchmal genannt, Copovidon, diese ganzen Markennamen dafür, könnt ihr ja mal drauf achten, wo so überall was drin ist. Hier wieder ein paar Links dazu, na, könnt ihr euch mal nach und nach rausklicken. Ja, was auch noch ganz interessant ist, neues Brustimplantat entwickelt. Alternativ zum umstrittenen Silikongel. Das körperverträgliche, Ausrufezeichen, Polyvinylpyrolidon. PVB dient als Füllung für die Implantate, die von Navo Medical Product entwickelt wurden. Das Grundmaterial Polyvinylpyrolidon wird bereits seit Jahrzehnten als Trägersubstanz für Arzneimittel verwendet. Ja, Punkt, 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 dann kommt irgendwas. Wird auch das Gel vom Körper auf natürlichem Wege über die Niere ausgeschieden. Ich guck mal, ob ich hier das im Internet finde, ob das da wirklich so steht. So, dann wird es noch angeboten als Verwendung in Augentropfen gegen ein trockenes Auge, als Kontaktlinsenmittel. In der Notfallmedizin verwendet man es früher als sogenannte Blutplasma-Expander. In Taiwan und anderen südostasiatischen Ländern wird das noch bis heute so gemacht. Und als Jodlösung. Da ist der Handelsname Bata-Isodona und hat sich als PVP-Jod, dass sich den Jodophoren zählt, dass du den Jodophoren zählt, in der medizinischen Wundbehandlung durchgesetzt. Die weltweit beiden größten PVP- und PVPP-Hersteller Dow Chemicals und BASF lassen ausschließlich gewerbliches Fachpersonal an ihre Internetpräsenzen. Ja, wären sie auch schön blöd, wenn sie was anderes machen würden. Aber nicht jedoch den drittgrößten Hersteller. Ja, wer ist der drittgrößte Hersteller? Genau, unser chinesischer Freund, die Nanhang Industrial Corporation Limited. Ist zumindest in China der größte PVP-Hersteller und der drittgrößte in der Welt. Ihr könnt da gucken. So, PVP wird wie ein Polysaccharid eingesetzt, ist aber keins. Aha, ich weiß noch nicht, was ein Polysaccharid ist, Jungs. Na gut, mal gucken. Also, das Molekulargewicht, das liegt im Bereich zwischen 10.000 und 360.000 Dalton. Wie groß ist jetzt ein Dalton? Na ja, mal gucken. Also nochmal, ne, also ab 20.000 Dalton erfolgt eine unumkehrbare Gewebeeinlagerung. Es ist sowohl in Wasser als auch in organischen Lösungsmitteln gut löslich. Die Viskosität der Lösung hängt jeweils auch vom Molekulargewicht ab. Mit phenolischen Verbindungen bildet PVP unlösliche Komplexe, wodurch es sich hervorragend für die Filtration eignet. Es wird deshalb bei der Klärung von Bier, Wein und Fruchtsaft eingesetzt, um unerwünschte Adduktionogene, Katechine und Flavone zu entfernen. Der Vorteil des PVP dabei ist, dass die extrahierte Polyphenole, also diese Gerbstoffe, mit Natronlauge dann wieder entfernt werden können und eine nachfolgende Säurebehandlung und Spülung macht das PVP danach sogar wiederverwendbar. So, PVP dient außerdem als Binde- und Verdickungsmittel sowie als Stabilisator, beispielsweise bei Vitaminen. Und es wird als Zusatzstoff mit der Nummer E1201A deklariert.
Also Polyvinyl, Pyrolidon, PV. Nee, halt, nee. Polyvinyl, Polypyrolidon, PVPP, das, ja, das trägt dann die Nummer 1201B und wird als Filterhilfsmittel benutzt. Die Neigung zur Filmbildung öffnet für PVP das weite Feld von Schutzüberzügen, beispielsweise bei der Löslichkeitsverbesserung von Aromafixierung bei Kaffee- und Teepulver. Ach, da schau her. Ja, und das Aufkommen der Instant-Trockenmilchpulver, ne, hier der Kakaos, der Löskaffees, wie zum Beispiel ja, Nesquik, Kamale, ne, Kaffeeweiser, ab Ende der 60er Jahre ist unweigerlich mit der PVP-Verquickung korreliert. In Lebensmitteln wird es vor allem als Binde- und Verdickungsmittel, als Flockungsmittel, Trägerstoff, Stabilisator und Überzugsmittel verwendet. Es ist in der EU als Lebensmittelzusatzstoff der Bezeichnung E1201, E1202 ohne Höchstmengenbeschränkung für Nahrungsmittelergänzungsmittelpillen, Trachees zugelassen. Das wird außerdem häufig nicht gekennzeichnet, da E1201 nach der Anwendung wieder entfernt wird. Ne? Wird zum Filtern benutzt, dann irgendwie wieder rausgemacht, dann wieder gefiltert. Ne? Im Wein und im Bier wird es unter der Bezeichnung technischer Hilfsstoff zur Reinigung, also das ist bei dieser Hefeabfilterung genutzt, und muss daher nicht auf Etiketten stehen. Das bindet unerwünschte Trübstoffe bei der Wein- und Bierherstellung, ne? Wie gesagt. Die erste gesunde, die ganzen 1970er und 1980er Jahre hindurch als Jungbrunnen propagierte Bierhefe wird durch PVPP-Filter vom Bier getrennt, vermag jedoch hernach nicht mehr von diesem PVPP einigermaßen kostengünstig chemisch getrennt zu werden. Was macht man da? Ja gut, früher war selbiger Filterprozess durch die Natursubstanz Kieselgur bewerkstelligt worden, die Bierhefe als solche dann jedoch nicht mehr handelsfähig. Irgendwann Mitte der 1990er ist dann der Bierhefespuk ganz plötzlich, also bis heute auch unerklärlich, beinahe gänzlich verschwunden. Es gibt heutzutage genau aus diesem medizinisch verschwiegenen Grunde beinahe keine Bierhefe mehr als Einzelprodukt für Humannahrungsmittel mehr. Als Hefeextrakt ist sie jedoch immer noch in beinahe sämtlichen Instant-Suppen und Convenience-Produkten und vielem anderen mehr hochgradig vertreten. Ich habe vor Jahren beim einzigen mir derzeit bekannten noch praktizierenden Anbieter Heiler Kenovis per E-Mail mal angefragt und folgende Antwort erhalten. Sehr geehrte Frau Lucy Vier, wir bedanken uns für Ihre Anfrage und möchten hierzu wie folgt Stellung nehmen. Ach, die Lucy Vier hat es recherchiert, jetzt wissen wir es. Also Lucy Vier, ne? Lucy Vier hat es hier geschrieben. Die Bierhefe, achso, jetzt kam die Antwort von dieser Heiler Kenovis AG, ne? So, wir bedanken uns für Ihre Anfrage und möchten hierzu wie folgt Stellung nehmen. Erstens, die Bierhefe wird in dickflüssiger Form angeliefert. Zweitens, wir können nicht ausschließen, dass die Filter Polyvinylpyrolidon E1202 und E1201 enthalten können. Kenovis Bierhefeprodukte bestehen zu 100% aus reiner natürlicher Bierhefe. Diese entsteht beim Bierbrauen, bla 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 und so weiter, bla bla bla. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. So. Aber auf was es eigentlich ankam, ist dieser zweite Satz. Wir können nicht ausschließen, dass die Filter Polypyrolidon enthalten können. Diese Bierhefe, was die da verwenden. Ne? So, diese darauf aufbaubaren Fragen der Lucy, die sie dann gestellt hat, möglicherweise ist es Ihnen ja sogar möglich, mir ansatzweise zu beschreiben, wie bzw. ob überhaupt und wodurch die Bierhefe vom PVP-Filterstoff wieder getrennt wird. Geschieht das bereits in jeweiligen Brauereien? Ne? Kommt natürlich keine Antwort. Und das ist ja irgendwo bezeichnend. Ne? Keine Antwort ist auch eine Antwort. So, dann haben wir es noch. Als Tierkraftfuttermittel ist diese wertvolle Bierhefe jedoch bis heute gang und gäbe und EU-weit ohne Einschränkung gebräuchlich. Bietet sich an, ne? Da PV und PVPP sich erwiesenermaßen auch im Tiergewebe einlagert. So, wird es denn bei der lebensmittelrechtlichen Fleischanalyse überhaupt untersucht, ob da PVPP drin ist? Das zu recherchieren, das war der Lucy bis jetzt leider noch nicht möglich gewesen. Ne?
So, ich meine, nein, es ist ja zulässig und wegen fröhlichen Anbieter Wirtschaftswettbewerbseinbußenschutzes rechtskonform, als Konsument Plastik eingelagertes Fleisch essen zu dürfen. Es zwingt uns niemand. Ja, was dann auch erklärt, ne, wenn wir in letzter Zeit dieses Billigzeug da auf den Grill schmeißen, dass das manchmal einen ziemlich speziellen Geruch annehmen kann und dass es dann ab und an nach verbranntem Kunststoff duftet. Und vielleicht gibt es auch deswegen eventuell, ne, habt ihr vielleicht auch schon gehört in den letzten Jahren, die tollen Warnungen, dass beim Grillen und Braten und Frittieren, ne, was man, also zumindest hier das Grillen und Braten, was man nach jahrtausendelanger alter Praxis, dass das auf einmal übelst krebserregend sein soll. Die offiziellen Angaben dazu sind irgendwie: The acceptable daily intake is up to 50 milligram per kilogram body weight, ne? Also die akzeptable tägliche Einnahme ist bis zu 50 Milligramm auf Körpergramm, auf pro Körpergramm Gewicht. Pro Körpergramm Gewicht, bin ich blöd. Machen wir es nochmal. Also, die akzeptierbare tägliche Einnahme wird hier deklariert mit 50 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Und für unsere Diabetiker. Und für unsere Diabetiker gibt es ja auch keine Beschränkungen. Also E1201 can be used by all religious groups, vegans or vegetarians. Also dieses E1201 darf von allen religiösen Gruppen, von Veganern und Vegetariern benutzt werden. So, und die zwei Dinger, E1201 und E1202, sind erst 1998 mit der EU-weiten Angleichung des Lebensmittelrechts in Deutschland zugelassen worden. Interessant, interessant. So, in Nahrungsmittelsergänzungsmitteln, in Form von Trachees und Komprimaten. Als technischer Hilfsstoff in der Getränkeindustrie. Eine Deklaration ist nicht vorgeschrieben. Auch in Cremes, Festigern, Haarspray und Klebstoffen kann Aromen binden, muss nicht deklariert werden, gilt als ungefährlich. Bei Colorwaschmitteln soll PVP als Farbübertragungsinhibitor beim Waschübergang die Übertragung von Farbstoffen auf andere Textilien verhindern. Es wird in Shampoos als Verdickungsmittel, in Haarsprays und in Zahnpasten eingesetzt. In Klebstoffen alter Briefmarken und Briefumschlägen ist es auch enthalten. In Klebstiften und Schmelzklebern schmeckt vanilloid süß, sowie Baileys oder Zuckerliköre. So, als Spezialhilfsmittel zur Herstellung von Batterien, Keramik, Glasfasern, Inkjet-Tinten und Papier eingesetzt, als Emulgier- und Dispergierungsmittel in Lösungspolymerisationen. Merisationen, genau. Als Präparations- und Konservationssubstanz bzw. Entomologie oder Insektenpräparation zur Konservierung organischer Feuchtbodenfunde, als Photoresist zur Herstellung von Kathodenstrahlröhren beim CRT-Monitor, als Verwendung von wässrig-basierten Metallabschreckbändern, zur Herstellung von Membranen, wie zum Beispiel Dialysefiltern, als Binde- und Komplexierungsmittel in speziellen Agroanwendungen wie Saatgutbehandlungen und Beschichtungen, Herbizid- und in Insektizidformulierungen. Ach ja, und erst eine kleine Erinnerung von der Lucy, ne? Als Kind hat sie damals testenderweise den Staub auf der Oberfläche von manchen Sachen abgeleckt. Ne? Und dann hat sie die Mutter gefragt, warum denn der Staub immer so wie das Haarspray schmeckt, wie das Haarspray, was die Mutter da verwendet. Ne? Ja, aber das hat eine einfache Erklärung, weil jedes singulär freischwebende Staubpartikel von den mittlerweile nanoskaligen PVP-Aerosolen, ne, total klein und kleben übelst, vollständig klebrig umhüllt und zum Absinken gebracht werden. Also wie beim Kondensationskern in den Wolken.
So, dazu haben wir nämlich auch einen Erfahrungsbericht sozusagen von einer 32-jährigen Versicherten der BGFA, die mit Verdacht auf eine haarspray-induzierte Lungenerkrankung eingeliefert wurde. Bei der war es irgendwie so gewesen, dass sie 15 Jahre als Friseurin gearbeitet hatte und kurz bevor es so übelst akut bei ihr wurde, durfte sie mal 2 Tage lang irgendwelche Opernleute oder jedenfalls in einem kleinen, stickigen 8 Quadratmeter Raum 8 Stunden am Tag mit Haarspray hantieren und dann hat sie sich ist sie halt ein bisschen aus den Latschen geklappt, ist stationär eingeliefert worden und Ende vom Lied war, dass bei ihr ganz offiziell eine PVP-induzierte Haarspray-Lunge diagnostiziert wurde. Jawohl, ist nachzulesen im ja, ich glaube, den Link kann ich hier unten auch mal vergeben. Ist aus Bochum, Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Institut der Ruhr, Universität Bochum. Jawohl. So, dann haben wir es. Die Aufnahme oral, ne, von den PVP. Durch die Zucker- und Aromabindefähigkeit, die Cremestabilisierungseigenschaft, macht es das ganze PVP-Industriezeugs ziemlich evident, muss man schon sagen. Ja, also erst seitdem ist Instant-Trockenmilchpulver möglich, Instant-Kartoffelpüree, Packerdrinks, ne, die kleinen da, Instant-Soßen, Instant-Schlagschaum wie Paradiescreme oder Instant-Pudding von Dr. Edgert gibt es ja einen Haufen, ne? Oder Instant Kakao, Nesquik Kava, die nehmen sich da alle nichts, ob das Suchrat, Ovo, Maltine. Guckt auf die Inhaltsstoffe, Jungs. Na, machen wir die Liste halt mal durch. Okay, fangen wir an. Moncherie, Pocket Coffee, Nuts, Manja, Milky Way, Rider, was heißt Twix heißt, ne? Bounty, Toffee Fee, Snickers, Banjo, Nussini, Maltesers, Rumkokos, Trachees, Schwedenbomben, Negerküsse, Miniküsse, Kokoskuppel, Trachee-Keksi. Bonbonieren, flüssig gefüllte Mozartkugeln, Baumstämme, Cremeschnitten, cremegefüllte Schokoladen, Schokovi, Riegeln, Dani-Sahne, Puddings, Flüssigcreme, gefüllte Bonbons, nimm zwei, Wick, Eiscremes, Langnese, Schiller, Bierhefe, Extrakt, Aufstriche, vegetarisch, Baby-Instant-Preis, Instant-Milchzubereitungsgläschen, Ecker, Streichkäse-Zubereitung, Scheibletten, Rahmaufstriche, Obstgarten, Instant-Packersuppen, Soßen, Likör-Zubereitung, Baileys, Saufer, Komfort, Jägermeister, Batita di Coco, Vatkarasch, Pina Colada, Eierlikör, Omas Geheimnis, Nusslikör, Sahnecreme, Likör, Eiskreationen, Vignette, Eistruppen, Cremissimo, Magnum, Schaum, Eis, Nutella, Derivate, Nuss, Schoko, Karamell, Aufstriche, Nutoka, Milky Way, Nougat, Haselnusscremes, Mozzarella, also der italienische Käseskandal, ne, wisst ihr ja, Pizza, Hallo-Käse, auf der Pizza auch mit drauf, Red Bull, Coca-Cola, die ganzen Energy-Brausen, Schmelzkäse-Zubereitung, Scheibletten, Toastkäse, Brie, Camembert, Pizzakäse, Fruchtzwerge, Vanillecreme, Krapfen, Fertig-Eistruppen, Koppenrad zum Beispiel, ne, Milka-Tender, Weihnachtsstollen, Marzipan, Persimmon-Stollen, Marmelade, Lebkuchen, Knöpfe, gefüllte Kekse, Kindermilchschnitte, Kinder-Pingui, Kinder-Country, Kinder-Bueno, Kinder-Maxi-King, Hanuta-Knoppers, Derivate-Schnitten, Aufsprüche, sowie Brunch, Philadelphia, Frucht-Joghurt-Drinks, Frutella-Joghurt. Ich kann erstmal nicht mehr. Das alles verinnerlichend habe ich meine Ernährung damals komplett auf Bio und wenn es halt geht, ne, Demeter, also Selbstanbau, umgestellt. Und siehe da, ne, ihre ganze Hautoberfläche, die entsetzlich ergriffen waren von diesen entsetzlichen Morgelons, es verschwand auf einmal. Und die aus dem Temchim-Prozess mit PVP gebildeten 1 bis 2 mm langen, nicht weiter wachsen können, stachelartigen, unpigmentierten, transparenten PVP-Pseudohärchen, die in der Haut stecken blieben. Was soll das sein? Die? Nee. Na gut. Sobald sie allerdings wieder eine Coca-Cola oder ein Red Bull getrunken hat, dann hat es dasselbe wieder aufgetreten, aber halt in einem viel kleineren Ausmaß, ne? Ja, und sie schreibt hier auch, dass man mit Nestle Milupa Milumi kannst du dein Baby vorsorglich und nachhaltig ziemlich versauen. Also mit dem wasserlöslichen, verkettungs- und reaktionsfähigen, im menschlichen Gewebe einlagerungsfähigen und dann nicht mehr aus diesem entfernbaren, EU-weit deklarationsfrei gestellten Plastik. Polyvinylpyrolidon oder Polyvinylpolypyrolidon. Wird dort als Haltbarkeitsverlängerer eingesetzt, als Aromenkapsulierer und als Instant-Trockenmilchlöslichkeitsverbesserer.
Ja. Das war's dann erstmal schon. Halt mich ziemlich aus den Latschen. Jetzt kann ich erstmal fast gar nichts mehr essen, bevor wieder Sommer ist und irgendwas in meinem Garten wächst. Na gut, hier sagt sie jedenfalls auf alle Fälle, unbedingt lesen, vor allem weiterreichen. Haben wir jetzt gemacht. Auswege gibt es aber auf jeden Fall. Eine Ernährungsumstellung auf pflanzliche Kost oder pflanzliche Rohkost minimiert die Aufnahme von Plastik ganz erheblich. Ja? Ausweichen ist halt sonst kaum mehr möglich. Ne? Ein Boykott der gesamten Nahrungsmittelindustrie durchzuführen erscheint erstmal unmöglich. Doch möglich ist letztlich ja alles. Auf jeden Fall muss etwas geschehen. Informiert euch, bombardiert die Hersteller der Nahrungsmittel mit Anfragen. Meidet die am weitesten verarbeiteten Produkte. Weil Fertigessen heißt Fertigessen, weil es jeden fertig macht.